Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Video von mir. Genau, ich hatte euch ja letztens schon eingezeigt, das ist jetzt der nächste. Der ist in der Herstellung ein bisschen komplizierter, jetzt auch nicht unbedingt, aber ein bisschen fummeliger. Dieser Adventskalender besteht aus 24 kleinen Kästchen. So, man kann den hinlegen, aber eigentlich ist er zum Hinstellen. Das seht ihr nur nicht, wenn ich das jetzt so mache. So, genau. Wir brauchen also 24 mal als allererstes diese kleinen Kästchen. Die sind jetzt in meinem Fall 5 mal 5 mal 5 und so weiter Zentimeter groß. Die sind also wie Würfel, quadratisch. Genau, die brauchen wir 24 Mal. Da falte ich eins mit euch heute. Die anderen habe ich schon vorbereitet. Das zeige ich euch dann gleich. Und dann bauen wir den zusammen. Dann braucht ihr natürlich, also genau, fangen wir an, was ihr überhaupt braucht. Ihr braucht 24 Mal Cardstock in den Maßen 22 mal 15 cm, um diese Kästen zu kreieren. Dann braucht ihr Motivkarton. Das sind jeweils 4,5 cm und ich habe das alles aus Restpapieren gemacht, also diesen Motivkarton. Wer meine Videos letztes Jahr gesehen hat, der war, oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr, das hat also Weihnachtspapierreste. Dann habe ich diese Löcher gemacht mit der Crocodile. Das kann man natürlich aber auch anders machen und sich die da durchfädeln. Ich zeige euch jetzt, wie ich es mache. Dann braucht man natürlich die passenden Hülsen dazu. Nennt man die so? Weiß ich nicht. Dann habe ich Schleifenband genommen. Hier so aus Stoff. Heißkleber. Dann habe ich Zahlen ausgestanzt. Aber auch da könnt ihr natürlich Zahlen draufschreiben oder Sticker benutzen. Oder wie auch immer ihr das machen möchtet. Ich habe mir die Zahlen jetzt hier ausgestanzt. Was gibt es noch vorher zu sagen? Ich glaube nicht. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an. So, wie gesagt, der Cardstock sind 22 mal 15 cm groß. Und ich lege das jetzt an und falze das jeweils bei 5 cm, also immer 5 cm Schritte. Also auf dieser kurzen Seite sind es einmal bei 5 und einmal bei 10. Dann lege ich mir die lange Seite an. Da falze ich bei 5, bei 10, bei 15 und bei 20 cm. Hier oben bleiben dann so knapp 2 cm über. Das ist auch richtig so. So, jetzt nehmen wir uns die Schere. Jetzt wird ein bisschen geschnibbelt. Könnt ihr die Falzlinien sehen? So. Ich fange jetzt auf dieser Seite an und schneide mir hier bei der 2 cm, bei dem 2 cm Stück so ein bisschen schräg ein und dann gerade einmal nach unten. So, dann schneide ich mir hier an der Falzlinie ein bisschen schräg. So. Ich hoffe, ihr seht die Falzlinien. Dann schneide ich mir hier auf der Mittellinie einmal gerade runter bis zur ersten Falzlinie, die so quer verläuft, und schräg mir das auch ein bisschen an. So. Dasselbe auch auf der anderen Seite. Und auch hier nochmal außen ein bisschen anschrägen. So sieht jetzt die Seite aus und auf der gegenüberliegenden Seite wird das genauso gemacht. Dann sieht das Ganze so aus. Ach so, nee, ich habe noch was vergessen. Ich kürze mir die so ein ganz bisschen an. Das ist kein halber Zentimeter. Nur diese angeschrägten Laschen hier. Also 3 mm oder so. Ich
würde sie nicht zu kurz, also man könnte sie jetzt auch ganz kurz machen. Ich lasse die aber lang, damit sie den Seitenteilen noch ein bisschen Stabilität geben, weil da nachher ja ein ganzer Kasten, ein ganzer Kalender draufsteht. So. Jetzt ziehe ich mir die ganzen Falzlinien nochmal nach. Und dann wird gleich geklebt. Jetzt klebe ich mir das zusammen. Und zwar kommen die beiden Seitenteile hier drauf. So. Also. Hier mache ich mir ein bisschen Kleber drauf. Klebe dieses Seitenteil hier fest. Schön gucken, dass es bündig ist. Und dann mache ich das mit der anderen Seite auch. Ihr kennt mich ja, ich mache jetzt hier nochmal Klammern dran. Ist natürlich alles optional, aber ich finde das super. Und dann klebe ich mir die andere Seite zusammen. Das mache ich so ein bisschen anders. Da lege ich mir das so hin. Dann erst die vordere Klappe nach unten. Dann klappe ich mir die hier um. Mache hier auch nochmal Kleber drauf. So, und dann passe ich mir das ordentlich an. Auch hier kommen nochmal Klammern dran, dass das so ein bisschen zusammengepresst wird. Das ist schon, so ist schon das ganze Päckchen fertig. Jetzt brauchen wir Motivkarton. Und ich erkläre euch das jetzt mal. Also, wir brauchen einmal 4 Stück von demselben Karton für die oberste Kiste. Das ist jetzt in meinem Fall diese. Und zwar, hinten habe ich jetzt keins gemacht, das finde ich unsinnig. So, ich möchte die Kästchen haben, dass sie nach unten aufgehen. Auch das könnt ihr natürlich entscheiden, wie ihr möchtet. Aber das müsst ihr euch natürlich vorher überlegen. So, ein Motivkarton kommt vorne auf die Klappe. Das ist ja klar, da guckt man ja drauf. Dann kommt bei dem obersten Kästchen oben und an den Seiten ein Motivkarton. Für diese Teile, die so mittig sind, braucht man nur einen Motivkarton, weil wirklich nur auf der Klappe einer ist. Dann braucht man für diese Teile, die hier an den Seiten sind, also für diese Kästchen, braucht man jeweils 3-mal denselben Motivkarton. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich sage euch jetzt, man braucht einmal 4 für das obere. Man braucht 10-mal 3 für die äußeren Kästchen und dann braucht man noch 13-mal ein einzelnes, einen einzelnen Motivkarton. So, das habe ich mir vorbereitet. Es ist nämlich wichtig, dass man auch bei den äußeren den Motivkarton an den Seiten noch nicht direkt aufklebt. Das heißt, wir machen erstmal auf alle Kästchen, die wir haben, nur vorne drauf ein Motivpapier oder Motivkarton. So. Also wie gesagt, ihr müsst euch dann natürlich vorher überlegen, möchte ich die Klappe nach rechts, nach links, nach oben, nach unten öffnen? Ich möchte sie so nach unten öffnen. So, die können schon wieder weg. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe mir eine Schablone gebastelt, die seht ihr hier schon. Und zwar habe ich mir da auch diese Motivpapiere vorne sind ja 4,5 x 4,5 cm groß. Genauso groß ist meine Schablone, einfach aus Restpappe. Und dann habe ich mir überlegt, wo möchte ich das Loch hier in dem Türchen haben für die Schlaufe, für das Schleifenband. Habe mir das hier, ich habe mir das gar nicht ausgemessen, ich habe das einfach gemacht, wie ich es gut fand. Und dann habe ich diese Schablone jedes Mal, weil es sind eben 24 Stück und bevor man sich da jedes Mal irgendwas ausmisst, da wird man ja verrückt, habe ich mir diese Schablone gebastelt.
Die kann ich mir dann genau auf das Motivpapier auflegen. Mal mir hier einen Kreis und dann nehme ich mir die große Seite von der Crocodile und stanze mir hier vorne ein Loch rein. Dann habe ich hier eine Öse. Die sind ein bisschen größer, die habe ich mal in China gekauft. Die passen nicht so richtig, aber also man muss mit ein bisschen Gewalt drücken. Im Normalfall habt ihr richtig und gute passende Hülsen. Dann macht ihr euch die zu. Das ist natürlich auch nur optional, nicht jeder hat das Ding, ne? Also man kann sich auch einfach ein Loch machen und ein Band durchziehen. Kein Problem. Jetzt habe ich Schleifenband. Ich habe jetzt 19 cm genommen und schneide was ab. Das ist eigentlich totale Verschwendung. Also ich schneide gleich viel ab. Aber ich kriege bei kürzeren Bändern keinen vernünftigen Knoten in die Schlaufe. Da kriege ich eher einen Knoten in meine Finger. Also entweder bin ich dazu blöd oder das funktioniert nicht. Genau, man legt sich das jetzt so doppelt hin, ihr seht das. Und dann macht man sich einen Knoten mit der Schlaufe vorne. So. Das friemelt man sich jetzt so, dass es schön aussieht. Und so lang, wie man die Schlaufe natürlich haben möchte. Und zieht sich dann den Knoten fest. Und ihr seht, das ganze Ding, das schneide ich jetzt ab hier hinten. Das ist... Es nervt mich auch so ein bisschen, weil es so verschwendet ist, aber ich krieg's anders nicht hin. Ich habe es versucht und da habe ich dann auch das Band weggeschmissen. Also mache ich es lieber so. Genau. Das knicke ich mir jetzt hier so zurecht, bis es hier durchpasst. Schwupps. Und dann haben wir hier vorne die Schlaufe. Was ich jetzt noch mache, ist hier hinten ein bisschen mit Heißkleber fixieren. So. Dann kann das einfach nicht rausrutschen, wenn man dran zieht. Ist nicht schön, aber selten. Und man sieht es ja hier drin auch nicht. Ich möchte die Schlaufe so rum haben. Und dann ist unser Kästchen auch schon fertig. Das Ganze macht ihr jetzt bloß noch 23 Mal. Okay, also ich habe da was vorbereitet. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe die schon gemacht. Im besten Fall hat man dann jetzt alle fertig, hat sich überlegt, wie möchte ich die anordnen. Weil man hat ja eventuell, also so wie ich es gemacht habe. So, ich habe unterschiedliches Motivpapier genommen und ich habe auch 6 blaue Kästchen dazwischen, weil ich irgendwie, ich hatte kein Rosa mehr. So, und dann habe ich vorher geguckt, wie ich es mir anordne und fange jetzt an mit der untersten Reihe. In die unterste Reihe müssen 7 Kästchen füllen. Die habe ich hier. Ich muss mal gerade nochmal sortieren, in welcher Reihenfolge ich die hatte. Ich habe mir das hier nebendran aufgeschrieben. So, genau, das ist jetzt die unterste Reihe. Mit der fangen wir jetzt auch an. Ich habe jetzt mir aus den Resten von dem Rosa hier so Streifen geschnitten. Die sind 5 cm breit und ich habe keine Ahnung wie lang. Bisschen mehr als 22 cm. Die habe ich mir jetzt so vorgefeilt, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, dass in der Mitte ungefähr ein 5 cm Kästchen entsteht. Das ziehe ich mir jetzt nach und davon brauche ich jetzt erstmal 2 Stück für die untere Reihe und einen Streifen, den habe ich gar nicht gefalzt. Der bleibt so, wie er ist. Genau, mit dem fangen wir auch an. Ich radiere das einmal weg, da habe ich mir Boden drauf geschrieben, damit ich später noch weiß, wofür es ist. Das brauchen wir aber ja nicht da drauf. Was ich jetzt noch mache, auf diesem Streifen, genau, damit ich den mittig hier drunter klebe, das geht einfach um die Stabilität. Das müsste man wahrscheinlich nicht, weil man die Kästen ja auch zusammenklebt, aber ich finde es einfach besser. So, der ist 22 cm lang, da sind 11 cm die Mitte. Und jetzt möchte ich aber das Kästchen ja in der Mitte haben. Also, es ist 5 cm groß, 2,5 in jede Richtung. Das reicht auch so, nur damit ich einen Anhaltspunkt habe, wo ich dieses Kästchen jetzt anbringen möchte.
So, oh ja, ihr seht das gut. Jetzt nehme ich mir meinen Kleber und mache hier erstmal nur unten Kleber drauf. Und klebe mir das dann hier mittig und gerade auf den Streifen. Und jetzt gehe ich nach außen und klebe mir hier die Kästchen fest. Da klebe ich mir hier, mache ich mir an die Seite ein bisschen Kleber, damit die zusammenkleben. Und unten. Man könnte jetzt natürlich auch einen Cardstock-Streifen nehmen, der genauso lang ist wie die 7 Stück, weil 2 sind noch über. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt aus den Resten von dem Rosa gemacht. Ich habe da jetzt nichts Neues für genommen. Das funktioniert so wunderbar. So, jetzt haben wir hier das draufgeklebt. Jetzt fehlen natürlich auf beiden Seiten noch die Kästchen. Da kommen jetzt diese Seitenstreifen ins Spiel. Die habe ich einfach nur genommen, damit es noch ein bisschen stabiler ist und damit es an den Rändern so ein bisschen ordentlicher aussieht. Und zwar falze ich mir jetzt diese Falzlinien nach. Und jetzt mache ich mir auf den mittleren, also auf diesen 5 cm Platz, Kleber drauf und klebe mir das seitlich. Das sind gar keine 5 cm, was habe ich denn da gemacht? Oh Mann, oh Mann. So, also eigentlich soll es so sein, dass es hier um den Kasten genau drum passt. Und dann passt das gleich auch unten wieder. Ich habe wieder hier. So, jetzt mache ich mir hier oben noch ein bisschen Kleber. Und mache ich hier. Und. So sieht es dann aus nachher. Wenn man es ordentlich gemacht hat, hat man hier auch nicht so eine komische Falz dazwischen. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Da habe ich mich irgendwie vermessen. Naja, so. Genau, und jetzt mache ich hier unten noch ein bisschen Kleber drauf. Oben kommt gleich auch. Und schiebe mir das hier passend rein. Ja, es wäre logisch, man hätte auch einfach gleich hier oben das in einem Stück machen. Das seht ihr gar nicht, ne? So. Also hier oben würde ich dann erst am Schluss machen. Erst unten, erst seitlich, dann unten und dann hier oben festkleben. So, ihr seht, jetzt ist nämlich diese Kante hier nochmal so schön verparkt. Ich mache das jetzt voll logisch endlich mal. Man macht einfach unten Kleber drauf und setzt dieses hier an die Kante, dann klebt man das Ganze an die Reihe an und dann trägt man noch an der Seite und oben Kleber auf und klebt auch das an. So, und jetzt ist es wichtig, dass man als erstes, bevor man jetzt die nächste Reihe oben drauf setzt, hier am Rand, an beiden Seiten und oben drauf, die Motivkartons drauf setzt. Ihr seht gleich warum. Deswegen sagte ich, die Reihenfolge ist so wichtig.
Wenn das alles fertig ist, dann nimmt man sich die zweite Reihe. Das sind dann 6 Kästchen und die kommen versetzt hier oben drauf. Das heißt, wir brauchen von diesem mittleren Kästchen die Mitte, um die anderen Kästchen drauf zu kleben. Das sind bei 5 cm natürlich 2,5. Hier möchte ich die beiden in die Mitte kleben. So, dann nehme ich mir jetzt erstmal das erste und klebe mir das mittig zwischen die beiden sozusagen auf. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Nehme ich mir erstmal meine Streifen und meine äußeren und klebe mir die hier so dran. So. Also da klebe ich mir erstmal wieder die Seite an. So. Genau, und hier soll ja jetzt das noch dazwischen. Deswegen muss das auch noch festgeklebt werden. Da mache ich mir jetzt hier auf den unteren Teil erstmal auf die Innenseite Kleber. Könnte man wahrscheinlich auch kürzer machen. Ich habe das einfach jetzt so. So, und klebe mir jetzt... Ne, hier muss noch Kleber drauf. Ich klebe mir immer zwischendurch so ein paar, klemme ich mir so ein bisschen die Klammern dazwischen, dass die Boxen schön zusammengedrückt werden. Jetzt möchte ich das hier anbringen. Und ihr seht, man hätte das natürlich auch halbieren können und dann hier anbringen, aber so mache ich das jetzt. Und deswegen muss man das machen, bevor man die nächste Reihe aufklebt. So, jetzt haben wir schon 2 Reihen fertig. So sieht es von oben aus. Und obendrauf machen wir jetzt weiter mit der nächsten Reihe. 7, 6, dann kommen 5. So, die Reihe mit den 5 ist auch die letzte, wo ich hier diese Seitenteile mache. Bei den anderen hatte ich keine Lust mehr. So, auch hier wieder die Mitte. Lass mich mal überlegen. Genau, hier haben wir 2 in der Mitte. Also ist genau das hier die Mitte. Ich messe es mir aber noch mal ein bisschen aus, damit ich weiß, wo ich das Kästchen draufsetzen muss. Das kommt jetzt nämlich wieder zwischen die beiden. Also hier mittig drauf. Thank you.
So, jetzt kommt anstatt 4 eine Dreierreihe, weil sonst geht das nicht auf. Ich hatte erst 25 Kästchen, habe gedacht, dann lässt man halt eins zu. Aber das ist dasselbe in grün. Also auch das funktioniert nicht. Man müsste wahrscheinlich noch ein paar mehr machen, um es komplett nach oben zu bekommen. Ist aber, finde ich, nicht so schlimm. Wir kleben jetzt die drei so auf. Aber ich habe es vergessen, seht ihr. Jetzt kommt erstmal hier noch an den Rand die beiden. Jetzt kleben wir uns hier genau auf die mittige Box, die nächste Box auf, die mittig in der nächsten Reihe sitzt. Wir sind fast am Ende. Jetzt kommen oben drauf noch zwei und dann noch einer. Und dann ist der Turm fertig. Ach so, was ich euch noch sagen kann, in dieser Größe der Kästchen ist der 35 cm breit und 30 cm hoch. Das kommt natürlich drauf an, wenn ihr die Kästchen in der Größe verändert, verändert sich diese Sache natürlich auch. Hier messe ich mir jetzt noch mal einmal die Mitte von dem mittleren Kästchen aus. 2,5, weil die sind jetzt natürlich wieder versetzt oben drauf. Seht ihr, jetzt habe ich es hier vergessen. Aber auch dafür, das ist ja ganz praktisch. Dann zeige ich euch einen Trick, wie ich es schon mal gemacht habe bei dem anderen, als ich es vergessen habe. Ich erzähle es euch die ganze Zeit und vergesse es. So, jetzt haben wir ja hier noch die Seitenteile, die wir aufbringen wollen. Die Seiten können wir natürlich ganz normal anbringen. Jetzt haben wir hier oben natürlich, da kommen wir jetzt nicht mehr drunter. Das sind 2,5 ungefähr, damit es mit so ein bisschen Rand ist. Da nehme ich mir mal hier so ein Mini-Schneidebrett. Jetzt
2,5 cm. Ab und klebe mir das dann gleich da drauf. So. Dasselbe mache ich auch für die andere Seite. So. Da mogeln wir jetzt einfach ein bisschen. So. Und keiner weiß, dass wir es falsch gemacht haben. Gut, und dasselbe machen wir jetzt auf der anderen Seite hier. Kommt das letzte Kästchen oben drauf und dann ist der Kalender bereit zum Füllen. Das habe ich mir jetzt wieder nicht ausgemessen, aber ich denke bei den Zweien hier, das kriege ich so hin. So, fertig ist er. Ich hoffe, ihr Lieben, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Damit könnt ihr mich unterstützen und ich freue mich wirklich darüber sehr. Ihr könnt auch gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren, dann erfahrt ihr immer, wenn es neue Videos gibt. Ein Adventskalender habe ich noch vor. Der wird etwas einfacher als dieser hier. Wenn euch das interessiert, schaltet gerne wieder ein. Und ich freue mich auf euch und wünsche euch alles Liebe. Tschüss!